Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, konnte ich es mir wieder nicht lassen und habe dem Kleinen noch mehr Kram gekauft. Was gleich ins Auge sticht, ist das neue Laufrad. Ich glaube, das hat 27 cm Durchmesser oder sowas. Und ist pink. Knallpink. Und ich finde, er sieht großartig aus. So als Kontrast zu dem Blau. Hier sind übrigens zwei seiner anderen Laufräder. Das rechte ist das, ich glaube, 33 cm Trixie-Laufrad aus Plastik. Links daneben, ich glaube, das hat 29 cm und ist die Holzlaufrad-Variante mit Kork. Bei den Durchmessern kann ich mich auch irren, falls ich Quatsch erzählt habe, schreibt es mir in die Kommentare, dann füge ich das noch ins Video ein. So, die Öhrchenbänder sind so geblieben, es kommen demnächst aber noch welche dazu, nicht die großen, die sind mittlerweile komplett ausverkauft in Deutschland. Es gibt zwar die Möglichkeit, die direkt aus China zu beziehen, allerdings, ja, wüsste ich nicht, was ich mit 100 Stück soll. Sobald ich meine Kreditkarte habe, bestelle ich noch ein paar kleine. Und zwar kann man bei dem US-amerikanischen Amazon Öhrchenbäder bestellen, die haben keinen Aufdruck und sind etwa 11 cm hoch, das heißt etwa so, für einen Mittelhamster wahrscheinlich zu klein, aber für einen Zwerghamster super und vor allem braucht man da nicht so eine Einstiegshilfe bauen oder aus dem Sand versenken. Leider muss ich auf die Kreditkarte warten, weil die kann anderen Zahlmethoden akzeptieren. Zumindest die für mich möglich wären. Dann gibt es noch so ein kleines gelbes, kleines pinkes, ein kleines blaues und ein kleines grünes. Die kosten inklusive Versand und aller möglichen Abgaben, glaube ich, 13 Euro pro Stück. Wenn man von der einen chinesischen Seite bestellt, bezahlt man für genau das gleiche Ding, glaube ich, 20 Euro oder 25 Euro. Naja. Hier vorne hat er noch einen neuen Napf gekriegt. Ja, ich habe Wasser geklebt. Passiert manchmal. Heute gab es Vogelmiere. Das ist übrigens ein heutiger Gemüsesnack. Zucchini, Tomate, Paprikakerne, gelbe Paprika und Brokkoli. Und dann habe ich endlich diese Unterkonstruktion ausgetauscht. Vorher war hier rechts ein Holzhaus von Trixie drunter. Hier so ein, das war schon, so ein Grasversteck, so ein kleines. Und hier ein ganz großes Grasversteck. So eine Korkplatte kann man nämlich ganz schlecht mit irgendwie Stelzen abstützen, weil man ja gar keine glatte Fläche hat, wo man was dran kleben kann. Und jetzt habe ich hier ganz viel Kork drunter. Und zwar ist das eine große Korkhöhle. Die geht etwa so. Warte mal. Ich hoffe, man kennt jetzt ein bisschen mehr. Daneben ist eine kleinere Korkhöhle. Und hier ist einfach nur so ein Korkstück, das jetzt den Tunnel abstützt, damit er nicht mehr wegrutscht. Hier vorne fehlt noch irgendwas. Ich denke mal, da hole ich auch noch so einen Korktunnel oder sowas. Bin mir noch nicht sicher. Und dann muss ich noch das ganze Beschäftigungsfutter da rein tun. Davon habe ich übrigens genug.
ich jetzt wüsste, wo ich die Kiste gelassen habe. Ah, Moment. Da ist die Kiste. Unterm Gehege. Und davon habe ich 2 Stück voll mit Beschäftigungsfutter. Das dauert immer so lange, das da reinzutun. Und ja, mein Hamster schmeißt sich da gleich rein, wenn ich das schon aus der Box hole. Ich werde es auf jeden Fall filmen, wenn es soweit ist. Ja, mehr gibt's auch gar nicht. Achso, doch, wartet mal. Mama hat meinem Hamster die Gläser vererbt. Ich weiß noch gar nicht, was ich da rein tue. Eigentlich sind die ja cool für Futter. Aber dann wäre das so viel dem Sonnenlicht ausgesetzt. Dann werden Nährstoffe zerstört und... Na, muss nicht sein. Jetzt ist das in so einer Metalldose. Das ist nicht ganz so schlimm. Hieß ja die Schattenseite. Mal gucken. Okay. Wenn ich mich das nächste Mal wieder melde, wahrscheinlich mit noch mehr Hamsterkram. Ich kann gar nicht aufhören, ihm noch mehr Sachen zu kaufen. Und in den nächsten Wochen fahre ich irgendwann nochmal zu Ikea und hole einen Kallax für oben, sodass das Kallax von oben dann hier runter kann. Das ist 2x4, damit ich eine Chance habe, den ganzen Kram runterzubringen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch endlich mal ausmisten und alles, was ich nicht mehr brauche, irgendwie im Tierheim oder so vermachen. Gerade bei dem ganzen Leckerli-Kram habe ich echt übertrieben. Ja. Das wird aber im Herbst noch schlimmer, wenn ich dann direkt beim Produzenten bestelle. Das ist mich da so, dass es zwischen einem halben Kilo und einem Kilo nicht wirklich einen Unterschied gibt. Der Kilopreis sind dann, glaube ich, 5 Euro. Und da könnt ihr dann einfach daneben ein bisschen mehr bestellen. Dann mal gucken, ob das Tierheim sowas braucht oder irgendeine Hamsterhilfe oder was weiß ich. Ja, sehen wir dann. Okay, tschüss.